Willkommen Leute, zurück zum weiteren Part dieser Playlist. Wir haben letzten Part, weiß ich nicht mehr, was wir geredet haben. Sorry. Auf jeden Fall reden wir diese Part über das menschliche Gemüt. Ja, also da wir in Deutschland leben und Deutschland ein gutes Land ist, also jetzt finanziell gesehen, noch gut in Schuss ist sozusagen. Und jeder Bewohner hier ein gutes Leben meistens jedenfalls führt, ist es so, dass man doch recht kalt wirkt auf einer gewissen Ebene. Denn heutzutage ist es, glaube ich, in Deutschland nicht so übel, dass man doch sehr ignorant ist. Und das sehr, sehr viele sogar. Darunter, ich will jetzt auch keinen Namen sagen. Aber auch unter Ju meistens ist er mehr in den Jugendlichen, bei Erwachsenen ist er meistens nicht der Fall getroffen, dass sie ignorant und kaltherzig sind. Auf jeden Fall ist das mehr so unter den Jugendlichen, deswegen geht dieses Video auch meistens auch ein bisschen an den Eltern. Heutzutage ist es nämlich so, dass viele der Jugendliche einfach nichts analysieren können oder die Umgebung so richtig wahrnehmen. Und das jetzt liegt nicht am Spielen oder so. Selbst Sportler können da sowas nichts. Auch nicht so, nee, nicht wirklich richtig was erkennen. Also ich sehe da einige Menschen, denen es übelst geht. Und damit meine ich nicht nur, naja, wie soll ich das sagen? Ja, also ich sehe es halt viele. Ich drunter auch, aber ich will nicht nur mich als Beispiel nehmen. Deswegen viele andere, denen es einfach schlecht geht. Und ich merke auch, dass viele sowas nicht wahrnehmen. Das kann doch nicht sein. Also, dass nur in arme Länder, nur dass die Familie da irgendwie teil zusammenhält. Also, heutzutage ist selbst die Familie ein bisschen respektlos und eintönig. Also, ich meine, man sollte schon einen längeren Kontakt aufbauen zu Freunden und sowas, und das nicht nur einerseits, das sollten von beiden Seiten zum Beispiel geschehen. Und naja, was kann ich da? Ich kann eigentlich nicht so viel rüber sagen, ne? Ich merke eigentlich nur, dass sehr, sehr viele Menschen kalt sind und dass sie immer nur eigentlich nur von sich reden und meist immer die anderen Menschen am Arsch vorbeigehen. Es sei denn, man ist in einer Beziehung, dann gleicht sich das irgendwie ein bisschen aus, aber auch nicht immer. Da geht es meistens auch immer nur um eine Person, obwohl da zwei sind. Also, ja, ich kann eigentlich nicht hier so viel dran ändern. Mir fällt nicht wirklich ein, was ich ändern könnte, außer vielleicht den Menschen ein bisschen mehr Menschlichkeit beibringen. Aber das ist wiederum auch so eine schwere Sache. Also, ich würde einfach sagen, man sollte wirklich den Kindern und Jugendlichen nicht zu viel an Geschenken und Material geben. Ansonsten benötigen sie alles andere nicht mehr. Und dann verschwindet die Menschlichkeit eben und es geht einem alles am Arsch vorbei, was mit der Umgebung passiert. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Ich meine, ich würde mal sagen, der Mensch hätte jetzt bereits hier in Deutschland 50% seiner Menschlichkeit verloren. Und sowas dürfte nicht geschehen. Selbst wenn man merkt, dass es jemand schlecht geht, geht man vielleicht ein paar Mal zu dem. Und dann ist die Sache gegessen. Das dürfte auch nicht sein. Ich meine, sowas wie Tod oder Vergewaltigung oder was weiß ich, Raubüberfall, wenn man gerade ausgeraubt wurde, seine Existenz zum Beispiel an den Kippen steht. Sowas geht nicht nach 1 oder 2 Jahren vergessen. Die Zeit heilt nichts, wie man sagt. Die Zeit heilt, ne, Wunden heilt die Zeit heilt Wunden oder irgendwie sowas. So ist das nicht. Die Zeit macht da rein gar nichts. Ich meine, ich habe Menschen gesehen, die ja wirklich Narben haben. Also jetzt, ich könnte es ein bisschen spezifizieren. Ich hoffe einfach, dass diese seligen Menschen nicht das hier gucken. Ich habe Menschen gesehen, die sich geritzt haben. Und sowas verschwindet auch nicht von hier auf jetzt. Darunter muss ich mir auch leider zugeben, dass ich selber auch ein bisschen mich wirklich geschämt habe, nichts dagegen zu tun, also zu sagen. Das ist eigentlich richtig fies, ne? Man sieht sowas und dann sagt man nichts. Das sollte auch nicht sein. Man könnte viele
Problem lösen, indem man einfach was sagt. Also jetzt als Helfender oder Außenstehender, man sieht sowas, man sollte da auch was sagen und nicht stumm gucken. Das ist erstmal unangenehm und zweitens ist das nicht richtig. Da muss man doch ein Gewissen, also ein schlechtes Gewissen bekommen eigentlich. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, sonst wüsste ich eigentlich nicht, wie man hier irgendwas ändern kann. Wenn euch noch was einfällt, dann schreibt's bitte in den Kommentaren. Ansonsten, ich hätte noch ein bisschen mehr recherchieren können, aber ich sage einfach nur das, was ich jetzt sehe. Das ist jetzt kein Playlist, wo ich wirklich viel Fakten sage. Wie zum Beispiel, das menschliche Gehirn ist so aufgebaut, dass man nur an sich selber denken kann. Weil alles andere irgendwie nicht dazugehört. Es ist außenstehend für sich selber. Deswegen muss man sowas nicht beachten. Eine Klassengemeinschaft. Man erwartet eigentlich, dass eine Klasse zu einem steht. Das ist aber auch irgendwie nicht immer. Die Klasse ist auch immer unterteilt in Gruppierungen. Da gibt es einmal die Komiker-Gruppierung, die vom Lehrer immer angeschissen wird. Dann gibt es noch die Gruppierung, die sie ganz außerhalb der Klasse ist und nie mit der Klasse redet, sondern eigentlich nur immer mit anderen Leuten von der Nachbarklasse zum Beispiel rumhängt. Und dann gibt es zum Beispiel der Haufen, der, ich sag mal, die intellektuelle Gruppe ist und wirklich über intellektuelle Sachen redet. Und dann gibt es noch vielleicht noch die Zockergruppe, was weiß ich. Ja, und dann gibt es noch die einfach nur Leute, die zum Kotzen sind. Das ist immer so unterteilt, meistens in vielen Klassen. Sowas dürfte eigentlich auch nicht sein. Also, ja gut, da kann man glaube ich auch nichts ausweichen. Das wird so oder so passieren, aber man sollte versuchen, das zu vermeiden. Wenn's geht. Ja. Wenn mir in den nächsten 5 Sekunden jetzt nicht noch mehr zu diesem Thema einfällt, sag ich mal, bewertet, kommentiert und mehr kann ich glaube ich nicht dazu sagen. Ade.